Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit Miniman gleich hier live aus München. Ja, haben wir da hinten dieses BMW Weltarchitekturgebäude da. Das ist nicht geil. Sieht schön aus. So, also, aber wir konzentrieren uns jetzt auf unser Spiel. Also. Ja, hier haben wir jetzt den Mythic Stewie in Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Oh. Kann man machen, muss man nicht machen. So, gehen wir mal in den Shop rein. Schauen wir mal, was da so momentan am Start ist. Dann haben wir hier das Mythic Bob Pack. Und ja, ist jetzt bald rum. 14 Stunden ist es noch da. Mit Chris Gemälde, Seth Brannigan. Portrait, Peter's Drawing, Chris Gemälde, Eugene Belcher. Auf jeden Fall eine ganz nice Geschichte. So. Dann haben wir hier die Paintings Box. Mid-Fry's Painting, Mutilated Therapy Dolls, Arc Sketch, Trauriger Clown, Mac Griffin und Philip J. Fry. Auf jeden Fall auch eine ziemlich coole Box. Ist halt Kunst, aber ja. So, dann haben wir hier als nächstes die Sad Clown Box. Mit Benders Clowns, Trauriger Clown, Washington Hologramm, Kreissäge Bender, Linda Welcher. Wird der ein oder andere von euch die Möglichkeit mit Sicherheit haben, da auch mal was zu quadfusen oder so oder zu fusen? So, dann gehen wir mal in die heutige Meisterschaft rein, in die Combo Mastery und schauen wir mal, was da so heute am Start ist. Dann haben wir hier den Spaceship Pilot. Ganz strange Combo hier. Mit einem Roger und mit, ja, einer Flugkarte. Und dann kommt auf der rechten Seite da hier dieser Spaceship Pilot raus. Mit einer Bombe. Ja, also lohnt sich nicht wirklich das Ding. So, das können wir auch gleich wieder wegdrücken. Dann sind wir bei dem sexy Cowardly Lion Stan. Und den fand ich früher schlimm. Ich weiß auch nicht, warum. Also wenn ich mir die Karte jetzt inzwischen anschaue, ne, weiß ich nicht warum, aber früher, also schon ganz am Anfang war beim Spiel, immer wenn dieser blöde Löwe Stan da gespielt wurde, war ich tot. Ich weiß auch nicht. Wenn ich mir das angucke, was hat er? Der hat einfach nur Cripple und kann Leben bekommen, wenn eine Combo gespielt wird. Heutzutage nichts Besonderes mehr. Und deswegen auch, naja. Nicht so wirklich berauschend hier. Können wir gleich auch wieder wegklicken. Brauchen wir auch keine 500 Gems für auszugeben. Das lohnt sich auch nicht. Dann gehen wir hier rüber. Da haben wir den Gender Bender. Und der Gender Bender ist das da. Das ist einmal ein Bender mit hier Sportkarten oder eben auch Fighterkarten. Ja. Und dann kommt dieser Genderbender dabei raus. Und da hast du eine Mauer, dann hast du Cheers und dann hast du Leben, die du bekommst, wenn eine Combo gespielt wird. Ist auf jeden Fall. Ja, ist halt mal eine Möglichkeit, um was zu blocken, ne, mit einer Mauer. Aber der Oberbringer ist er jetzt nicht. Ja, aber was willst du machen? So. Dann haben wir als nächstes hier noch, oder last but not least, haben wir jetzt hier noch diese Combo. Das ist der High Roller Stewie. Und der High Roller Stewie ist das da. Also ein Stewie mit einer Geldkarte. Dann haben wir eine Bag of Nickels wieder. Schauen wir mal hier unten. Und selbst die Mythic-Version mit Bag of Nickels. Ja. Er gibt dort den High Roller Stewie mit Cheers All und Shield All, aber eben eingeschränkt. Ne? Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist. Tja, für ein Themendeck, sage ich mal, vielleicht ganz interessant, aber ansonsten, das Ding lohnt sich nicht. Braucht man sich nicht zu holen, die Combo hier. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Soda mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.